Hey, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich werde euch heute mal zeigen, wie ihr euch mit einfachen Sachen verteidigen könnt, wenn euch beispielsweise jemand mit geradlinigen Angriffen, also Box, Jabs und Crosses, angreift. Peace. Heute werden wir uns beschäftigen mit geradlinigen Angriffen. Das heißt, der Marius gibt mir mal so einen Jab, als wenn er mir hier einen vor das Kinn verpassen will. Und ich arbeite jetzt folgendermaßen, dass ich also mit dem hinteren Bein kurz rausgehe und hier mit Paxau kontrolliere, sodass er nicht nachschlagen kann. Und gleichzeitig verpasse ich ihm hier einen Handflächenstoß zum Gesicht. Ich zeige es in meiner fließenden Bewegung. Hier gehe ich rein. Kräftigen Druck aufbauen. Jetzt gibt es auch wie immer mehrere Möglichkeiten weiterzumachen. Wenn sein Kopf nicht ganz so weit zurück ist, würde ich hier einen Kreis machen und ihn hier treffen mit der Kante zum Hals. Jetzt könnte ich zum Beispiel einen Ellbogen geben und sofort mit dem Ellbogen nachsetzen. Ich zeige mal ein paar Varianten durch, wie man es machen kann. Der Anschieb bleibt derselbe. Wenn er jetzt beispielsweise in der Variante mit dem Jab antäuscht und schlägt jetzt doch die rechte gerade durch. Im Prinzip brauche ich nichts anderes machen, wie die Seite zu wechseln. Das heißt, meine Arme schieben eh vor. Wenn sie keinen Kontakt bekommen, dann ist der Weg frei und dann stoße ich natürlich vor und treffe ihn auch. Jetzt hätte ich die Chance, seinen Kopf zu greifen, Kniestoß zu geben, könnten jetzt hier die Seite wegtreten, könnten hier runterdrehen und übernehmen beispielsweise und kann hier auch nochmal am Boden schlagen. Das ist eine Variante. Hierbei sprechen wir jetzt von geradlinigen Angriffen. Und das ist, wenn er gerade schlägt und ich schaffe es, auf die Innenbahn zu kommen, brauche ich mich eigentlich nur anpassen und kann mich hier durchsetzen. Der Angriff wird hier an der Seite vorbeigebracht. Ja? Also, beziehungsweise in dem Fall, wenn er geradlinig schlägt, der Marius, und will mir jetzt hier einen Jab verpassen und ich passe mich jetzt mit meinem eigenen Vorschuss an, muss nur gucken, dass die Ellbogen auf einer Höhe sind und die Innenauskleidung hier meines Arms, also es geht um diese keilende Bewegung nach vorne, dann habe ich den Vorteil, dass ich ihn treffen kann und sein Angriff geht an mir vorbei. Und jetzt kann ich natürlich mit Kettenvorstößen nachsetzen oder eben, wenn ich im Windfall bin, auch mit Ellbogen- und Kniestößen bearbeiten. Jetzt ist aber die Problematik nicht, ob das funktioniert, dass ich reinkomme, sondern die Problematik ist, was ist, wenn ich nicht reinkomme. Also beispielsweise er schlägt und jetzt ist er sehr eng oder blockt meinen Angriff zur Seite weg. Und jetzt habe ich natürlich unter Umständen eine große Gefahr, dass ich nicht mehr ausgerichtet bin und er mich treffen kann. Jetzt ist es bei uns im Kampfsystem so, dass unsere Arme versuchen nachzugeben, wenn er versucht, mich seitlich wegzudrücken. Das bedeutet also, dass ich ihn schlagen will, er drückt mich weg und ich versuche jetzt flexibel zu reagieren, in dem Fall jetzt mit Bon beispielsweise, und verpasse ihm einfach hier einen Kantenschlag und setze sofort nach. Könnte auch Ellbogen sein oder ja, Kantenschlagbewegung, wie auch immer. Hey Freunde, vielen Dank, dass ihr reingeschaut habt. Der Marius und ich, wir stehen hier und wollen uns einfach mal bedanken für diesen riesen Support. Bitte weiterhin teilt diese Videos bzw. abonniert diesen Channel. Das ist sehr wichtig für uns, okay? Und meine große Bitte an euch ist, dass ihr uns einfach mal sagt, was ihr gerne sehen wollt, weil ich habe so ein riesen Repertoire oder wir haben so ein riesen Repertoire an Sachen, die wir zeigen können. Und es wäre echt klasse, wenn ihr uns einfach einen Kommentar oder eine Nachricht zukommen lässt und einfach sagt, hey, wir würden gerne mal das und das sehen von euch. Okay, Leute, vielen Dank. Euer Vorteil ist der Kaltstyle.